Er haut den auch gleich wieder ins Netz. Ja, zu viel Risiko. Ja, jetzt kommt Fischer mit einem Sprung, Flatteraufschlag. Das ist sicher, dass er das so machen wird. Das ist sicher, ja. Okay. Er spielt eigentlich immer Sprung, Flatter, ja, genau. Ja, okay. Richtung Wemitsch, Wemitsch mit guter Annahme. Und ja, Rommel schön oben auf die Hände vom Block. 17er Punkt für den VfB Friedrichshafen. Also sie versuchen jetzt das, was Mokulescu mit diesen zwei Auszeiten nochmal versucht hat, seine Mannschaft nochmal einzustellen auf die Aufschläge von Hidalgo vor allem, dass das gelingt. Jetzt Aufschlag Rommel zum 18. Punkt im zweiten Satz. Ja, schöner Aufschlag wieder Richtung Hidalgo. Und sehr schöner Block. Schöner Block von Böhme. Sehr gut angeschossen. Das waren jetzt drei wichtige Punkte für den VfB in dieser Phase. 21-18 aus Sicht des SCC Berlin. Immer noch eine komfortable Führung eigentlich zum Satzende hin. Drei Punkte, aber jetzt müssen sie wieder punkten. Ja, Trottel ein sehr sicherer Aufschlagspieler. Probiert hier wieder Richtung Hidalgo. Und ja, da sieht man wieder mit der Annahme zumindest heute nicht ganz so solide und 19-21. Also Hidalgo eigentlich kein kompletter Spieler. Er hat absolute Vorteile im Service und auch natürlich im Angriff, aber in der Annahme hat er Defizite. Oder ist es nur heute so? Ja, also bei ihm ist, denke ich, ein bisschen Tagesform abhängig. Teilweise hat er in der Annahme ein bisschen Probleme. Mit Sicherheit ist aber so, dass seine Stärken im Angriff und Aufschlag liegen. Es gibt Tage, da nimmt er auch gut an. Heute bisher nicht so gut und auch relativ viele direkte Punkte kassiert. Und ja, David Uwe hat jetzt eine Auszeit genommen, war natürlich auch vollkommen richtig zu diesem Zeitpunkt wieder nochmal eine Auszeit zu nehmen. 21-19, der Vorsprung ist kleiner geworden, wir waren da schon mal bei 6 Punkten. Es sind jetzt noch 2, die der SCC in Führung liegt und David Uwe versucht jetzt natürlich auch nochmal seine Mannschaft einzustellen. Rommel jetzt mit dritten Aufschlag hintereinander. Ja genau, vor allem ihn aus dem Rhythmus zu bringen. Ja, weil der hat jetzt schon wieder eine Serie und wird jetzt wieder probieren Richtung Hidalgo wahrscheinlich. Ja, wieder Richtung Hidalgo und Hidalgo mit der nächsten schlechten Annahme und Böhme schließt ab. Das ist natürlich auch die Stärke von Markus Böhme, über die Mitte zu kommen. Ja, dann setzt er seine 2,11 Meter ein und dann ist da kein Kraut gewachsen, ja, in der Regel. 2,11 Meter, 120 Kilo, wenn die hinterm Ball sind und zu jedem Gegner schwer, jetzt kommt. So, jetzt taktischer Wechsel, Hidalgo geht raus und für ihn kommt Yannis Smedins. Ja gut, der Wechsel musste kommen, Smedins, mehr der Annahmespezialist und müssen jetzt die Annahme stabilisieren. 5. Service von Trommel. Ja, jetzt wieder guter Aufschlag, Probleme in der Annahme, hoher Ball über Dusinski. Der macht's gut, clever gelöst. Der Block angeschlagen von Böhme und Contario. Sehr, sehr wichtiger Punkt für 22. Punkt für den SCC. 22-20, also jetzt die absolut entscheidende Phase hier in der ZDF Arena vor 2800 Zuschauern. Im zweiten Satz, den ersten hat der VfB mit 25-19 für sich entschieden. Aufschlag jetzt Jaroslav Skach, gut angenommen. Und ja, Contario schließt hervorragend ab. Schöner, schneller Ball über außen, die Linie runter, Hände vom Block mitgenommen. Kusinski hat keine Chance, den Ball abzuwehren. Nee, da war er zu spät dran. Also VfB wieder ein bisschen auf einen Punkt ran mit 21-22. Aufschlag Markus Böhme. Konzentrationsphase und dann wieder Einspruchaufschlag. Ja, hat er es doch mal mit Flatterball versucht. Und nee, da war ein bisschen zu weit hinten angeworfen. Dann hat er den Arm nicht mehr laufen lassen. Ja, deswegen dann ins Netz. Jetzt kommt hier der Algo wieder fürs Medins, weil es vorne ans Netz geht und für den Angriff ist es sehr, sehr wichtig. 2 Punkte fehlen im SCC noch zum Satzgewinn. Ja. Aufschlag, Skach. Susinski. Ja, auf Wemitsch und über Contario wieder. Sehr schön aus dem Block angeschlagen, sehr schön angeschlagen. VfB bleibt dran, 22-23. Aufschlag jetzt Adrian Contario und auch taktischer Wechsel nochmal bei dem VfB. Mokulescu, der Order Tikacek wieder raus. Ja. So, das war im ersten Satz auch schon mal hatten, aufgrund der Größe von Dänemark einfach auszunutzen. Ja genau, versuchen sie den Block nochmal groß zu machen und müssen jetzt natürlich versuchen, Blockabwehr gut zu spielen. 22-23, Aufschlag Contario. Sprung, Flatter, Aufschlag, andere Variante. Punkt wieder durch Hidalgo, Block angeschlagen, Dänemark und Jose.
Ja, hier sehen wir wieder, Hidalgo hatte vorhin Probleme in der Annahme, aber im Angriff macht er den Punkt. Und ja, ich denke, das ist auch seine Stärke und jetzt verliert er den ersten Satz. Also zwei Satzbälle jetzt für den SCC Berlin durch Ricardo Galanti. Ja, schöne Annahme von Drommel, schneller Ball aus. Und ja, jetzt gibt es hier Proteste. Diskussionen, ja. Was sagt der Schiedsrichter? Ja, den haben sie schnell ausgegeben. Der Schiedsrichter sagt Punkt für VfB Friedrichshafen. Mark Lebedew nicht ganz einverstanden, aber es bleibt beim Aufschlag. Zeitlupe haben wir leider nicht, aber jetzt, ja. Aufschlag-Image. Satzball abgewehrt. 24-23 führt der SCC. Und Abwehr. Und jetzt natürlich Pipe. Wieder Abwehr. Und Hidalgo. Ja, schön gesichert. Zuspiel Fischer und Zbirovski. Und nochmal Abwehr. Haben sie nochmal die Chance. Ja. Langer Ballwechsel, ja. Und das in dieser Phase ist ungewöhnlich, ne? Bei 24-23 für den SCC den Satzball abzuwehren mit so einem langen Ballwechsel. Ja, vor allem der Tichacek sieht man hier, sucht den Ball und der alles andere ist optimal, aber José macht es phänomenal. Im Ball macht er den nach rechts, den können wirklich nur ganz, ganz wenige und das war sein Punkt. Das ist seine Routine und natürlich auch seine Klasse, die das ausmacht, dass er solche Bälle dann auch bei so einem Spielstand natürlich machen kann. Ja, vor allem er hat auch das Vertrauen einfach mit dem Zuspieler. Er ist der Mann, der da gesucht wird, auch wenn die Annahme nicht perfekt ist oder das Zuspiel. Und er ist da aber einfach mit Quoten von 80-90% die sicherste Variante. Auszeit jetzt nochmal genommen von SCC. Also auch Mark Lebedew nutzt natürlich diese taktische Möglichkeit nochmal, um seine Mannschaft hier nochmal den letzten Punkten einzustellen, heiß zu machen. Psychologisch jetzt natürlich ein Vorteil für VfB, hohen Rückstand aufgeholt, zwei Satzbälle abgewehrt. Und es wird jetzt sehr, sehr schwierig für den SCC. Jetzt müssen sie versuchen mit einer guten Annahme, damit sie schnell spielen können. Ich bin mal gespannt, ob es wieder über Hidalgo geht. Aufschlag minus Vemic, 24-24. Also ich glaube 90% bisher der Aufschläge sind auf Hidalgo gekommen, auch ja, diesmal ein bisschen auf Tusinski, abgewehrt auf Zbirovski. Also jetzt wieder Satzball auf Seiten der Berliner. Sehr schön von Zbirovski durch den Block. Ja, wir sehen sie nochmal in der Wiederholung. Sehr schön diagonal gespielt, keine Chance hinten für Vemic den Ball abzuwehren. Aufschlag Zbirovski. Satzball für den SCC im zweiten Satz. Ins Netz. Großer, hat er viel riskiert. Großer Jubel natürlich hier bei den Fans des VfB Friedrichshafen. Und jetzt wechselt das Aufschlagsrecht wieder. Und Kapitän João José. Ich tippe mal auf Flatterball. Ja, ja. Und jetzt gibt es Doppelfehler. Da ist das Ballmädchen auf dem Spielfeld. VfB wollte wechseln, aber... So. Nichts passiert. Also nochmal sozusagen 25-25. Gute Annahme. Und Zbirovski aus. Ja, da hat Timing gar nicht gestimmt und in so einer Situation natürlich sehr ärgerlich. Kurzer Blick zum Schiedsrichter von Zbirovski, ja, aber man sieht es ja eindeutig in der Zeit. Ja, der war an der Antenne. War an der Antenne und auch dann aus, im Aus. So, jetzt kommt Freddy Winters doch noch zum Einsatz. Auch ein praktischer Wechsel für Jerome Trommel. Ja, einfach auch vielleicht ein Tick besser als Blockspieler. Auch nochmal einfach der Versuch, den Block zu verstärken. Erster Satzball für den VfB in diesem Durchgang. José. Legt auf zum Satzgewinn. Und der ist aus. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich von der SCC. 27-25 und das nach 6 Punkte Rückstand. Also Kompliment an den VfB Friedrichshafen. Oder muss man eher sagen, dass der SCC doch in dieser entscheidenden Phase ein bisschen versagt hat? Ja, beides ein bisschen. VfB ist rangekommen durch die Aufschläge vom Drommel. Da haben sie den Hidalgo gesucht, ist gut ausgenutzt und jetzt natürlich am Schluss mit zwei direkten Angriffsfehlern, die den Satz entschieden haben. Sehr, sehr ärgerlich. 2-0 Führung jetzt für den VfB. Wir sehen die Dragonflies, die Cheerleaders des VfB Friedrichshafen nochmal jetzt im Bild.
zurück aus der ZDF Arena in Friedrichshafen zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem SCC Berlin im ersten Playoff-Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft. Steht 2:0 mittlerweile für die Gastgeber, für den VfB. 25:19, der erste Durchgang, eine klare Sache. Und jetzt im zweiten Durchgang 27:25. Dann wurde es doch etwas enger. Der SCC Berlin führte die ganze Zeit eigentlich und hätte den Satz eigentlich zumachen müssen, Sebastian. Ja, der hat eine große Chance, 20:15 geführt, zwei Satzbälle gehabt und die konnte sie nicht nutzen. Am Schluss mit zwei Angriffsfehlern verloren. Sehr, sehr große Chance von SCC und ich bin gespannt, ob sie da nochmal rauskommen. Immer auch. Mich erinnert es doch ein bisschen an die Vorrunde, als hier der VfB das Spiel dominiert hat, 3:0 den Sack zugemacht hat. Wie gesagt, der Satz jetzt war ein bisschen enger. Schauen wir mal, ob die Berliner sich jetzt noch mal zusammenreißen können. Hidalgo wird wieder anfangen zum Satzaufschlag. Dritter Durchgang, 2:0 Führung für den VfB Friedrichshafen. Aufschlag Hidalgo für den SCC Berlin. Nicht mehr. Wieder Spirovski schön Außenblock angeschlagen. 1:0, also der dritte Satz beginnt wie der zweite. Damals haben wir auch gesagt, ja, erster Punkt psychologisch ganz so wichtig, hat sie gesagt, Sebastian. 1:0 Führung von SCC, jetzt auch im dritten Satz. Wieder Aufschlag Hidalgo. Ja, sehr schöner Aufschlag, Annahme noch gut hoch ins Feld. War aber eher Zufall, oh, ne? Schöne, mit schöne Fuß Rettung. Noch geholt. Ja? Sehr schön von Hidalgo und der geht außerhalb vorbei. Also an der Antenne außen vorbei durch Skach und deswegen der Punkt an den VfB. Aufschlagwechsel 1:1. Service jetzt bei Lukas Dichacek, der nicht ganz überragend spielt, wie man es in den letzten Wochen von ihm gewohnt ist. Oh, er setzt seine Angriffe schon gut in Szene. Im zweiten Satz war die Annahme nicht ganz so gut. Das macht es für ihn natürlich auch schwieriger. Aber er hat in den entscheidenden Momenten die richtigen Spieler gefunden, nämlich den José mit dem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und das zeichnet ihn, denke ich, aus. Also da hat er taktisch das richtige Mittel gefunden während der Ska. Ja, da nicht die unbedingt perfekte Lösung gefunden hat am Ende. Und da sieht man dann wieder, wie wichtig ein Zuspieler ist, ne, der eben dann sozusagen das Herz der Mannschaft ist und die taktischen Vorgaben des Trainers natürlich dann auch komplett umsetzen muss und da vielleicht auch in einer schlechten Annahme noch ein gutes Zuspiel machen muss. Ja. In der entscheidenden Phase. Jetzt Annahmeprobleme beim VfB. Damit wieder Aufschlagwechsel. 2:2 der Spielstand. 3:1 inzwischen schon für den SCC. Aufschlag Fischer. Ja, Fischer wieder mit Jump Float, wahrscheinlich wieder Richtung Bemic, wie gerade. Ja, jetzt Rosic nimmt gut an und Mitte. Und Mitte über Böhme. Also in der Mitte sind sie natürlich sehr stark besetzt mit José und mit Böhme. Also mit das Beste, was es fast in Europa gibt, ja, kann man schon fast sagen. Ja, beide sehr, sehr starke Angreifer, wenn auch sehr unterschiedlich, aber sehr stark, sehr durchschlagskräftig. Ja. Und Markus Böhme hat